Hallo, liebe Zuschauer, auch im Paradies gibt es Schattenseiten. Hallo, liebe Zuschauer, die regelmäßigen Zuschauer haben ja mitbekommen, dass Wienand krank ist. Ich habe das ja auch in dem letzten Video gesagt, dass er jetzt weg ist nach Udon Thani. Die schlimmste Zeit war eigentlich für uns beide die Ungewissheit, ob sie jetzt Krebs hat oder nicht. Sie hat einen kleinen Tumor, 5 cm, aber in der Gebärmutter. Und ich habe im Internet gelesen, jede dritte Frau hat da was. Und bei den einen oder anderen, da wächst das, wie jetzt bei Wienand, und dauernde Blutungen. Und das ist natürlich sehr unangenehm und für den Körper sehr anstrengend, dauernd Blut zu produzieren. Sie hat ja daraufhin auch schon mal ein paar Tage im Hospital hier verbracht, wo sie frisch Blut bekommen hat, um die Blutwerte zu verbessern. Aber sie ist immer wieder vertröstet worden. Hier in Samui, ja, was er da im Hintergrund hört, das ist unser großes Problem, dass ich nicht mit ihr weg bin. Das ist unser Labrador Jem. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das ist nämlich der Grund, wieso ich nicht mit Wienand zusammen bin, jetzt in dieser schwierigen Zeit. Da kommen wir nochmal drauf zurück, was Wienand hat. Also sie hat über 2 Monate, fast 2,5 Monate jetzt Blutungen. Der Körper muss natürlich Blut produzieren und ist jetzt am Ende. Und dafür war sie, wie ich ja gerade schon sagte, im Krankenhaus, um Frischblut zu bekommen, um die Blutwerte zu verbessern. Die Ärzte haben sie weiterhin, oder der Arzt hat sie weiterhin vertröstet bis auf den 27. März. Dann wollten sie noch mal gucken und sie sagte, ich muss sowieso nach Udon Thani. Ich lasse mich da untersuchen und bekomme da auch eine zweite Meinung. Das hat sie jetzt auch gemacht. Sie hat mir ein Video zukommen lassen, wo sie das Ganze nochmal beschreibt und emotional am Ende sehr ergreifend, finde ich. Sie bedankt sich bei allen, die ihr gute Genesungswünsche zukommen ließen. Es waren viele, viele hundert. Das hilft auch ein bisschen. Macht einen aber natürlich auch viel sensibler. Und ich versuche mal, das zu übersetzen, was er da in Englisch sagt. Bitte verzeiht mir, wenn ich hier und da mal vielleicht nicht das richtige Wort finde dazu. Es geht ihr bis jetzt so gut. Ihre Familie ist bei ihr, ihr Sohn, ihre Schwester und Verwandte. Das ist ganz normal hier in Thailand, dass wenn man ins Krankenhaus geht, dass die Familie dann auch mitgeht. Wir haben heute Samstag und morgen am Sonntag wird sie eingeliefert. Das ist also, wo der Film jetzt auch rauskommt, Sonntag. Und am Montag, den 18., wird sie operiert. Und dann wird sie noch 2 Tage etwa im Krankenhaus bleiben. Und dann geht sie wieder nach Hause, dann will sie sich noch ein bisschen ausruhen und dann kommt sie wieder auf Koh Samui zurück. So, jetzt schauen wir uns das Video von Wienand an und ihre Informationen für diejenigen, die vielleicht in die gleiche Situation sind, immer wieder eine zweite Meinung einzuholen, auch hier in Thailand, nicht immer gleich abnicken, was der Arzt sagt, das sind keine Götter, das sind auch Menschen und die haben verschiedene Bildungsstände und auch habe ich also jetzt hier mitbekommen mit dem Arzt, der kann zum Beispiel nicht die Schlüssellochoperation machen, der wollte ja 250.000 Baht haben, dass ein Spezialist kommt von Surat Thani. Da oben in Udon Thani ist es anscheinend ganz normal und da werden nur 5.000 gefragt. Aber wie gesagt, schaut euch das Video an. Hallo, mein Name ist Wienand. Ich lebe in Samui
But ich bin jetzt in Udon Thani. The reason I come to Udon Thani because wieso ich nach Udon Thani gekommen bin, ich bin krank. I have help from him. Ich habe Probleme. Uterine tumor. Ich habe einen Tumor. 2.5 months ago. 2.5 Monate zurück bin ich ins Krankenhaus gegangen in Samui und der Doktor hat gesagt, einen 5 cm großen Tumor in der Gebärmutter. Ich war jetzt 2.5 Monate beim Doktor und er gibt mir Medizin. Und dass die Blutungen gestoppt werden. Und die Blutung würde dadurch gestoppt, aber die Blutung hörte nicht auf. Ich fühle mich nicht gut und ich fühle mich müde. Das Bluten für deinen Körper ist nicht gut. So, ich war jetzt 2.5 Monate beim Arzt. Und der Doktor hat gesagt, ja, wir haben einen Termin für die Operation für den 27. März. Und sie fühlt sich nicht glücklich mit der ganzen Situation, es dauert einfach zu lange. Und sie hat gesprochen mit ihrer Familie in Udon Thani und da ist ein Doktor, der macht das ohne weiteres, die kennen das. Komm nach hier. Und sie war am Denken, was gibt es denn hier für Unterschiede bei den Ärzten? Und sie ist nicht happy mit dem Arzt in Samui. Und sie wusste gar nicht mehr, was sie machen sollte. Sie sprach mit mir, dass sie nach Udon Thani gehen möchte, um eine zweite Meinung einzuholen. Zuerst, ich wollte mit ihm und dann ist er Problem mit Jem. Und der Doktor sagte, und sie wusste nicht, wie lange das dauert und Jem ist ein großes Problem. Ich habe hier meine Familie, meine Schwester. Und ich bin da hier gekommen am 7. März und ich bin direkt zum Arzt gegangen in Tabor. Und der Doktor sagt auch, ich habe einen Tumor und wir werden ihn rausschneiden. Bist du damit einverstanden? Ja, sie sagt, ich will den raus. Wenn es immer wieder blutet, ist nicht gut. Ich will die Operation. Und sie ist am 7. gekommen, am 9. können wir schon operieren. Also, und sie hat aber keine Zeit gehabt und dann haben sie dann auf den 17. das festgelegt. Und die Kosten, sie kann also den nationale Security in Anspruch nehmen. Sie bezahlt also nur für das Hospital und sie macht diese Schlüssellochoperation. In my stomach. So I decided to do that. Doctor said 5000 baht kostet die Schlüsselloch-Operation. Und sie bekommt ein VIP-Zimmer für 1500 baht pro Nacht. She's gonna take a look how I'm doing. If I'm good, I can stay there only 3 days. Sie kann da stehen im Krankenhaus 3 Tage. Und Verwandte gehen mit ihr zum Krankenhaus. Yes, I feel believe I have to say when I see the doctor, I'm almost crying because sie war
emotional so weit, dass sie geweint hat, wie sie den Doktor gesehen hat. Und wir schneiden den Tumor als erstes raus. Und später, und dann können wir noch immer sehen, was wir machen müssen bei der Operation. Und Florenz soll nach dem Haus schauen. Und wir reden jeden Tag miteinander. Er wollte auch nach hier kommen, aber ich brauche es nicht. Das Gute bei der Krankheit ist, ich bin krank, aber ich kann gehen, ich kann tun viele Dinge. Nur nach der Operation, da habe ich meinen Sohn. Und ich bin ja nur 2-3 Tage im Hospital und besser ist, wenn Florenz ist zu Hause und wir können miteinander telefonieren und er hilft mir. Danke schön für die ganzen Genesungswünsche. Thank you so much. Vielen, vielen Dank. I feel like when the doctor don't do operation, I feel like zu dem Zeitpunkt, dass der Doktor nicht die Operation machen wollte in Samui, sie noch wusste, was sie tun soll. She said she gonna do operation. I feel very good. And thank you for all the wishes. Und vielen, vielen Dank für die Kommentare. Die positiven. I can, be well soon and come back. Und ich komme wieder zurück. Thank you so much. Dankeschön. Bye, tschüss. ค่ะเรื่องการเจ็บป่วยนะคะที่เป็นเนื้องอกในมดลูกสรุปแล้วเนี่ยไปที่สมุยแล้วเขานัดดูอาการอีกทีวันที่27แล้วก็นัดไปให้กินยาเขาไม่ยอมผ่าตัดให้สรุปก็คือบินมาที่อุดรธานีมีคนแนะนำมีหลานนี่แหละที่แนะนำคนแถวบ้านเนี่ยผ่าตัดกันเยอะแล้วคุณหมอไปคุณหมอดีนะพอบินมาถึงที่นี่วันที่7วันที่8ก็ไปเลยนัดหมอแล้วก็ไปคุยเลยคุยเสร็จคุณหมอบอกว่าเออต้องทำการผ่าตัดเลยเขาก็นัดเลยนัดวันจันทร์ต่อมาแต่ว่านี่ไม่พร้อมต้องไปทำธุระที่กรุงเทพสรุปไปทำธุระกรุงเทพหมอก็เลยนัดเข้าแอดเข้าโรงพยาบาลนะวันที่17เพื่อนอนรอดูก็ผ่าตัดสรุปคือผ่าตัดโดยการส่องกล้องก็คือเราใช้บัตร30 บาทใช้บัตร30 บาทเราไปรักษาที่โรงพยาบาลยุพราชใช้บัตร30 บาททุกอย่างโรงพยาบาลออกให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราเสียค่ากล้องให้โรงพยาบาล 5,000 บาทค่าห้องพิเศษ 1,500 บาทต่อวันแล้วก็ค่าฝากหมอพิเศษ 3,000 บาทวันนั้นไปหาหมอนั้น1ฤทัยที่ท่าบ่อเสียค่าบริการแค่1,100คุณหมอแนะนำดีมากก็เลยมีความมั่นใจว่าสามมีความมั่นใจอ่ะว่ามันจะผ่านไปด้วยดีสรุปคือผ่าตัดนะคะวันที่17นอน18ผ่าตัดขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจทุกคนเพื่อนๆใน Facebook Messengerจะขอบใจนะจ๊ะปุ๊กกี้ส่งข้อความถามตลอดนั่นแหละเพื่อนจะพาแล้ววันที่18ทุกอย่างก็โอเคค่ะแล้วค่าอะไรอีกฮะค่าหมอค่าอะไรก็หมดนั่นแหละเท่านั้นแหละค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Ja das waren jetzt die Informationen von Vinland Am Montag bin ich natürlich in der Hotline. Ich werde also dauernd Kontakt mit ihr haben und werde euch dann für nächste Woche Mittwoch informieren, wie es gewesen ist, ob alles glatt verlaufen ist, wie die Zukunft aussieht, wann sie wieder zurückkommt nach Samui zu uns. Ja, und sehen wir positiv. In die Zukunft. Okay, tschüss.